bin jetzt wieder 16. Ich war gerade 14, aber dann hat der eine mich ein bisschen mitgenommen. Und dann der andere auch noch. Und es ist crazy hier. Aber Auto noch heil? Ja, ja. Alles tipptopp. Alles tipptopp. Ich freue mich schon auf meinen Boxenstopp gleich. Oh mein Gott, ihr seht's, ich freue mich richtig auf den Boxenstopp. Wieso das denn? Ha? Mein Reifen vorne links hat 48%. Oh Gott. Das, ja. Ich hasse oh es. Gott. Krass. Die anderen sind so bei ein paar 30 und der hier ist schon jetzt fast bei 50. Das ist so unnormal. Das ist immer mein vorne links. War beim letzten Rennen auch schon so, dass ich da viel größer abnehme. Krass, kann. Alter. Ich fahre jetzt mit gelben, aber mein schlimmster Reifen hat 6%. Das ist das Schlimmste, also der höchste. Krass, ja. Okay, ich kann auch mal auf Fett stellen, merke ich gerade. Nachdem ich hier 800 Überholmanöver hier ohne Fett gemacht habe. Ja, ich habe auch noch genug Benzin, um irgendwann mal auf Fett zu fahren, aber. Ich fahre halt richtig scheiße die Runden, weil ich halt alle überholen muss. Und die Runde war gerade echt schlimm. Das war so ein Chaos hier gerade. So richtig Chaos. Und ich hatte echt Angst, dass sie mich irgendwie von der Strecke hauen. Aber ich habe überlebt. Bin jetzt 14. Nice. Also ich will wirklich nicht zu schnell, aber halt gut rankommen. Ohne du müsstest eigentlich gleich ganz viele überholen, weil die an den Box bisher gehen. Bisher fährt noch keiner. Gar keiner. Also ich fahre jetzt an die Box. Ja, dann werden sie jetzt oder nächste Runde werden sie fahren, aber jetzt bisher ist noch keiner gefahren. Fahren wahrscheinlich einige jetzt mit dir und dann noch ein paar andere in der nächsten Runde. Ja. Aber stimmt, wenn die jetzt alle in die Boxen nicht einfach weiterfahren, wenn ich durchfahren könnte, das wäre echt mega, mega geil. Ich glaube schon, dass du durch. Also wenn du keinen Unfall baust, dann kannst du durchfahren, würde ich sagen. Ja, das ist ja das nächste. Kein Unfall. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ja, Junge, ich verstehe mal hier nicht. Jetzt hat's geleckt. Ich verstehe manche Fahrer hier einfach nicht. Der zieht einfach rüber. Obwohl er es halt sieht, dass ich da bin. Ich bin in der Box. Schnell was trinken. Richtig geil. Box ist belegt, steht hier. Ich will auch gar nicht. Eigentlich will ich gar nicht mehr. So, rote Reifen. Sind ein paar noch an der Box hinter dir? Nee, noch nicht. Haben die dich überholt? Hamilton und Bottas fahren gerade an mir vorbei, okay. Aber ich müsste als dritter Platz rauskommen eigentlich. Okay, wäre richtig gut. Kam ich ja damals auch im letzten Rennen. Als dritter raus, den zweiten überholt. Das war auch cool. Wenn du das auch machst, dann sind wir echt super dabei. Also ich finde das gar nicht so kacke. Klar habe ich natürlich jetzt ein bisschen Struggle. So als erster oder zweiter mit dir da vorne zu fahren, wäre doch ein bisschen chilliger als das hier. Jupp, ich bin dritter Platz. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 46,2 Sekunden. Bis 46 Sekunden vor mir. Ich habe eine Zeitstrafe bekommen, 3 Sekunden. Was? Warum das denn? Wegen mehreren Verwarnungen. Okay. du bist 46 Sekunden vor mir, hat er mir gerade gesagt. Okay, krass. 46 Sekunden? Alter, wie viel Zeit hast du verloren? Ja, Junge. Das ist ja scheiße, ich dachte. Ja, okay, klar, du fährst hinter denen, die muss ich ja, jetzt nur noch. Das ist ja das. So. Ich hab freie Strecke. Hier ist richtig Struggle, richtig hart. Wenn hier so viele nebeneinander sind. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich die überholen muss, das kostet ja schon Zeit. Aber wo vorhin so richtig, da habe ich locker 10 Sekunden verloren. Wo ich mich da fast gedreht habe, weil die da alle auf dem Haufen waren. 5 Leute, 3 nebeneinander, was weiß ich, habe ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Crazy. Definitiv. So, mal schauen, ob die jetzt an die Box gehen. Ich habe wieder kein DRS. Schön, ich will kein... Das DRS ist offline. Ist wieder offline bei dir. Alter. Okay, ein Mercedes ist an der Box. Hamilton wechselt auf Rot, das ist logisch. Bottas wird dann nächste Runde reingehen. Er hat mir gerade gesagt, dass sie es wieder draußen bearbeiten. Ich kann draußen bleiben, während sie es bearbeiten. Also ganz normal. Ja, ich sehe, dass jetzt ein paar in die Box fahren. Oh ja. Oh, da kann ich überholen.
Oh, das ist nice. Ich bin Siebter. Ich sehe Bottas vor mir und er war noch nicht an der Box. Ich sehe Sechsten vor mir. Oh, Junge, fahr hier gerade. Krass, mit Fett eine Sekunde schneller und das nur in einem Sektor. Alter, bringt Fett fahren viel. Ja, das mache ich ziemlich oft. Und neue rote Reifen. Junge, Junge, Junge. Kann ich ja gleich nochmal eine Bestzeit fahren. Wenn Hamilton ist vor mir. Runde. Hamilton. Wie vielter Platz bist du jetzt? Sechster. Alter, nice. Bin Sechster und Hamilton Fünfter vor mir. 7 Sekunden vor mir zwar, aber ist halt vor mir. Ja. Und mit den Reifen, bisher sieht es ziemlich, ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob ich sie tatsächlich nochmal wechseln muss. Aber ich habe keine Ahnung, ob das sich so hart abnutzt jetzt in den nächsten Runden. Werden wir gleich sehen. Wir gehen einfach mal von Nein aus. Hoffe ich, das wäre richtig geil. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Bullshit gebaut, deswegen habe ich mich nicht verbessert. Also jetzt ist halt... Also ich habe mich schon verbessert, aber keine absolute Bestzeit. Wenn Hamilton halt jetzt vor mir ist... Bin wieder Erster. ...und so ein bisschen Abstand hat, dann ist es eigentlich ganz geil in dem Sinne, dass ich freie Bahn habe. Und es fahren 2 an die Box, also ich müsste jetzt richtig aufholen. Bin dann Vierter. Ja, Vierter jetzt. Hamilton Dritter. Junge, Junge, Junge. Gerade war ich noch da hinten mit den ganzen anderen Typen. Und hab mich gebettelt. Jetzt schon wieder hier vorne mit freier Strecke. Das ist eigentlich ganz geil. Und ich kann noch auf Fett. Ich kann noch auf Fett fahren. Heißt, ich kann noch aufholen. Boah, Platz 3 und 2 sind ja richtig nah beieinander. Die können nicht. Wenn ich da rankomme, kann ich die... Ja, der eine war noch nicht an der Box. Das... Echt? Ah, okay, doch, jetzt schon. Platz 2 und 3, doch ja, jetzt. Ja, schon, natürlich. Aber der vierte Platz war noch ich nicht. Ich bin Vierter. Box. Das müsste Ocon. Ah, okay. Ja, ja, ich habe ja gerade gesagt, die sind gefahren. Also, die sind jetzt alle gefahren. Also, jetzt muss keiner mehr, glaube ich. Jetzt muss keiner mehr. Mann, das war gerade richtig schlecht. Ansonsten hätte ich eine absolute Also, wenn ich an die rankomme... Vielleicht wird's trotzdem noch. Wenn ich an die beiden rankomme, kann ich echt gut aufholen. Welche war denn deine beste Runde bisher? 1,41. Was? 8. Okay, weil meine war 1,41,1. Also da toppst du mich dann wahrscheinlich. Wobei ich gerade ein lila Sektor... Ah, 1,41,2. Ich fahre gerade einen lila Sektor. Aha. Also ich mache hier nochmal eine bessere vielleicht. Und ich komme gerade an die anderen ran. Also ich könnte die... Hätte ich keinen Fehler gemacht, hätte ich deine getoppt. Aber so... 0,1 Sekunden langsamer. Das war richtig knapp gerade wieder. Wenn ich wirklich an die rankomme, kann ich die beide relativ schnell überholen. Zack. Nee, schade, keine neue. 0,037 schlechter als sie vorhin. Alter, krass. Richtig crazy. Was heißt, ich fahre gute Runden gerade? Nochmal lila Sektor, ich fahre auch gerade richtig gut. Ja, du solltest es auch. Oh, minus 0,228. Das kann es jetzt werden, das kann die neue beste Runde werden. Ich kann es hier wirklich. Ich würde die gerne einholen jetzt so langsam. Ich komme immer näher ran, aber... Noch schaffe ich es noch nicht. Das ist halt das Gute mit dem Schwierigkeitsgrad. Muss man ja ganz ehrlich so sagen. Wäre der jetzt schwieriger, hätte man es vielleicht auch noch in die Punkte geschafft. Aber halt nicht mehr so weit nach oben, schätze ich mal. Also ich bin ja jetzt echt wieder richtig gut dabei. Wenn ich keine Scheiße mache. Ah, wieder einen Fehler gemacht. Das ja, ich könnte wieder eine Bestzeit fahren, aber Hamilton ist jetzt direkt vor mir und der hält mich jetzt dann erstens auf und zweitens ist mir das jetzt wichtiger, dass ich ihn hier gut überhole. Sicher überhole. Als dass ich jetzt ganz schnell vorbei und eine beste Runde fahre. Ich habe 1 Sekunde schneller als sonst gerade. Lila Sektor von minus 1. Aber ich kriege ihn, jetzt bin ich vor ihm. Fast. Nee, er fährt innen. Ich will lieber langsam. Ja, jetzt ist er wieder vor mir. Komm, Hamilton.
Richtiges Battle jetzt hier. Ich will ihn überholen, aber jetzt nicht so krass hier mich battlen mit ihm. Aber jetzt kriege ich ihn. Komm, 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 komm. Jawohl. Bin Ritter. Nice, vom Podium verstoßen. Und Bottas ist tatsächlich wieder Zweiter, was? Ja. Dachte, der war in der Box. Und deswegen habe ich ihn geholt, als ob der so krass war. Also beide Mercedes wieder hier am Start, krass. Jawohl, hast du ja vorhin schon gesagt, aber ich dachte, dass jetzt wieder nur einer da ist. Nee, beide. Über 25 Sekunden Abstand. Okay, ja, ich bin direkt hinter ihm. Ich habe 2 Sekunden zu ihm. Und eine zu Hamilton. So geil ist das nicht, aber naja. Wieder lila Sektor. Bin hier zwischen zwei Mercedes. Das ist richtig krank gerade. Ich darf nie die perfekte Runde. Ich mache immer irgendwo einen Fehler, aber trotzdem irgendwo trotzdem noch ein lila Sektor. Oh Gott, das war knapp. Da war die Bande gerade nah. Ach, meine eigene Runde aber nochmal verbessert. Ja. Trotz Fehlers. Meine Runde ist zwar nicht schlecht, aber ich werde vielleicht eine neue schnellste machen, aber die. So, ich stelle jetzt um 0, fett runter. Oh nein. 0,12 oder so. Okay, du wirst jetzt auf mich auch aufholen, weil ich überrunden muss. Du musst überrunden? Ja. Okay, eine neue schnellste kann es werden, aber es bringt halt nichts, ja. Es sind nur minus 0,28. Also nichts krasses. Ja, finde ich krass, dass wir gerade ungefähr auch gleich schnell fahren. Also du 0,2 Sekunden schneller. Ist eigentlich ziemlich gut, finde ich, dass wir. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Gerade so. Ich bin gerade an Bottas auch dran. Richtig nah an ihm dran. Wenn er jetzt bremst, bin ich raus. Da ist mein Frontflügel richtig kaputt. Oh, da hatte ich ihn fast, ich hatte ihn fast überholt, ich weiß, ich nehme mir auch die Zeit, ich lasse ihn jetzt vor erstmal. Oh Gott, da wäre ich fast in ihn reingefahren. Da wäre es bei den Überrundungen auch ziemlich Angst. Ich habe gerade echt Angst. Ich bremse lieber nochmal, Ich mache ihn erst dann platt, wenn es sicher geht, wenn es sicher, richtig sicher. Und er will auch nicht, dass ich ihn überhole. Der bremst mich richtig aus gerade. So ein Trottel, ne? Diesmal kriege ich ihn nicht. Beiden vor mir wollen auch nicht überrundet werden. Ich kriege ihn nicht hier auf der Geraden. Fuck, ich dachte, ich kriege ihn auf der Geraden. Alter, meine Konzentration. Was ist gerade los? Ich dachte, ich kriege ihn auf der Geraden. Jetzt muss ich aufpassen. So. Dass ich ihm nicht drauf. Was? Ich habe kein DRS? Das ist doch jetzt hast du auch keins. Ah. Doch. Was wieder? Oh, doppelt. Ich sehe dich. Auf der Map zumindest. Oh, krass, dass ich jetzt. Erste Mal im Rennen DRS. Das ist unglaublich. Ich krieg den nicht. Weil er zu schnell ist, nee, oder? Nee, ich, in den Kurven will ich nicht. Und dann beschleunigt er so raus, dass ich ihn auf der Geraden nicht krieg. Ja, Mercedes hat ein besseres Auto. So, jetzt, Auto. Komm. Motorleistung. Ja, ich bin vorbei. Wenn's weiter. Nice. Yes. Jetzt muss ich ihm nur ein bisschen wegfahren, weil der klebt mir sowas von am Arsch. Aber sowas von. Bin mal gespannt, wie weit ich von dir weg bin. Fahr eine Chance, mir. Hast mich einzuholen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 31,3. Ah. Gut, das sind immer ungefähr 28 Sekunden, weil ich 3 Sekunden Zeitstrafe habe. Dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,1. Der hat gesagt, ich verliere 4 Sekunden pro Runde zu dir. Gib besser also, Gas, hat er ja, gesagt. Das war ja, weil ich, weil ich hier mit dem zu kämpfen hatte. Jetzt bin ich auf jeden Fall. Deine Reifen werden zum Schluss besser sein als meine und ich muss gerade überrunden. Wieso werden meine Reifen? Als ob ich war ja früher an der Box. Ja, aber du hast die Länge. Ich stell jetzt aber mal auf Standard. Ach so, du hast keine gelben, was? Ich dachte, du hast gelbe. Nee, ich hab rot. Ich dachte, du hast gelb. Lol. So Leute, da war gerade wieder eine Verwarnung kassiert, weil ich. Stimmt, du hast 3 Sekunden auch noch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich habe auch gerade nochmal eine Verwarnung
kassiert. Ich wollte mitten nicht drauf fahren, der hat halt einfach mir keinen Platz gelassen. Deswegen musste ich die Kurve ein bisschen abkürzen, um an ihn vorbeizukommen. Und jetzt habe ich wieder eine Verwarnung, aber keine Strafe, nur eine Verwarnung. Boah, hier 10 Runden jetzt noch, ne? Dass ich habe eigentlich keine Lust mehr gehabt. Ich habe mich so nach vorne gearbeitet und das jetzt zu verteidigen hier gegen die. Die sind beide direkt hinter mir, ne? Die beiden Mercedes ist direkt hinter mir. Das ist gerade irgendwie nicht so geil. Also klar habe ich Lust, aber irgendwie auch nicht, ne? Das ist irgendwie angstgeil. Also langsam Mitte des zweiten Rennens so oder zwei Drittel des zweiten Rennens gemacht. Es zieht schon ordentlich, muss man ja sagen. Also es ist echt anstrengend. Ja. Vor allen Dingen das Rennen noch ein Stück mehr, würde ich fast sagen, weil du kannst ja einmal nur an die Box gehen. Also klar, ich könnte jetzt sagen, okay, nochmal ein Stückchen trinken, fahre ich nochmal an die Box, ne? Aber dann vorbei, ja. Bin ich nur noch Zweiter. Oder vielleicht sogar nur noch Dritter oder Vierter, können natürlich auch sein, je nachdem wie nah die bei dir sind. Richtig, genau. Die sind richtig, die sind 2 Sekunden oder so. Also die sind beide, 2 Sekunden ist vielleicht Bottas und 2,5 ist Hamilton hinter mir. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn Bottas Dritter wird. Weil dann kann ich Hamilton in der normalen Rangliste einholen. Ja, das stimmt. Das wäre ganz schnieke. Aber dafür haben wir auch so noch genug Zeit. Ja, ja, klar. Aber wenn die Rennen so weitergehen. Das wäre natürlich klasse, aber wir stellen natürlich irgendwann hoch wahrscheinlich die Dinge. Ja, das ist auf jeden Fall. Fahren ja jetzt gerade ganz gut. Alonso, so, wo willst du mir Platz machen, Schätzchen? Ich komme jetzt langsam auch zum Überrunden. Das ist so krass, ne? Gerade war ich 20. und jetzt überrunde ich die Ball. Oh, oi. Alter, durch diese Überrundung gerade eine halbe Sekunde in einem Sektor verloren. Krasser Scheiß. Ja, ich werde da gerade auch dann Zeit verlieren wahrscheinlich. Also jetzt habe ich noch keinen vor mir, aber ich sehe sie halt auf der Map schon da hinten. Nicht weit weg. Aber das ist krass, was so ein bisschen Training, so ein bisschen konzentrieren und trainieren, um so ein bisschen Gefühl fürs Lenkrad zu bekommen. Das ist krass, was es ja bringt. Ich kann mich ja... Du hältst dich anscheinend viel besser. Gelerntes Wissen. Also ich weiß es ja nicht, ich würde jetzt gerne ein Lenkrad sehen. Bin ich mal gespannt auf die Folgen, dass ich mir das ein bisschen angucken kann, wie du fährst. Aber du bist ja auf jeden Fall... Also, Riesenunterschied zu China. Bist ja auf jeden Fall... Guck mal, du bist Platz 1 und bist richtig weit vor mir. Und noch nicht abgeflogen in diesem Rennen. Kein Fehler gemacht, der so gravierend war, dass ich irgendwie von der Strecke komme. Entspann dich mal, du bringst es jetzt, ne? Wir haben noch, ein paar Runden hier. Ich will jetzt nichts sagen, aber... Runde 20 bin ich jetzt. Ich will jetzt nichts sagen, aber bitte... Noch gedulden. Okay, ich gewinne aber ein bisschen Abstand jetzt zu den anderen hinter mir. Wie viel Prozent hast du auf deinen Reifen? Ich schau gleich auf der Startziel. Wenn ich da bin. So, die beiden hinteren sind 24 und 16, 14 vorne. Alter, hinten okay, beide 24. Wie viel hast du? Ich hab hinten 19 und 18 und vorne 29 und 22. Also du hast echt voll viel vorne, krass. Ja. Aber dass ich schon so lange mit den fahre, ist heftig. Also ich denke, ich kann durchfahren. Zwar schlecht, aber ich kann. Oh Gott. Vorne links, Leute, wenn ihr wisst, warum das bei mir vorne links so ein krasses Problem ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil der ganze Reifensatz ist einfach perfekt außer vorne links. Ihr könnt eigentlich immer noch ein paar Runden länger draußen bleiben, wenn vorne links nicht so ein Problem wäre. Das ist vorne auch vorne links, ja, stimmt. Ja, stimmt, ja. Das stimmt. Komisch. Ich glaube, ich fahre die Linkskurven einfach enger und fahre dadurch immer über diese grauen Dinge darüber, das könnte es vielleicht sein, wäre so eine Theorie von mir. Das natürlich
auch der Reifenverschleiß logischerweise schlechter. So, Palmer. Ich bin jetzt direkt hinter Platz 20. Und mich haut's raus, aber ich habe zu rechtzeitig gebremst. Boah, ich wäre fast gegen die Bande, ich habe noch gebremst. Ich bin auf der Strecke wieder. Oh Gott, hatte ich gerade Panik. Wieder in der Kurve, wo es mich am Anfang ausgefetzt hat. Uiuiui. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Ich habe auch schon so langsam ein bisschen angefangen, vorsichtiger zu fahren. Ich fahre auch schon lange nicht mehr fett. Und will das Rennen zu Ende fahren, auf jeden Fall. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 29,1 Sekunden. Wir fallen pro Runde um eine Sekunde zurück. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 43,0. Okay, krass. Weißt du, was der mir sagt? Also du sagst, du bist 29 vor mir. Eine Sekunde bist du ein bisschen schneller als ich. Aber der hat gesagt, du fährst mit alten Superweichreifen. Die schätzen, du machst noch einen Boxenstopp. Ja, das ist Quatsch. Ich mach keinen mehr. Aber ich habe alte Superweichreifen. Vor allem, du bist halt mein Teamkollege und er so, ja, wir schätzen die, machen noch einen Stopp. Wissen wir aber nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch wieder auf Standard gestellt, aber ich stelle jetzt gleich wieder auf Fett, weil ich habe noch ein bisschen was. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich habe. Ich habe noch plus 1, habe ich. Ja, plus 0,46. Plus 1 kann man jetzt schon auf Fett stellen, ne? Ja, ich muss halt drauf aufpassen, also du kannst damit nicht durchfahren. Ja, okay. Boah, ich, muss nicht mehr auf Fett stellen, also ich könnte... Oh, shit, okay. Habe ich 6 Sekunden insgesamt. Was hast du gemacht? Nochmal für mehrere Verwarnungen. Ach so, Strafe. Scheiße. Ja. Komm, da hol ich auf, da bin ich nur Erster. der hat mir gerade auch irgendwie gesagt, komm, du schaffst das, es war ein hartes Rennen, aber ich weiß, dass du noch mehr aus dem Auto rausholen kannst oder so. Ich finde das voll witzig, wie die Boxen mit mir kommunizieren. Nein, ich muss an die Box. Nein, oder? Doch. Was? Nein, oder? Ficken. Scheiße, du weißt schon, dass die anderen aufhören. Das Doppeldrehen passiert. Die anderen holen schon auf, ne? Jetzt ist ein Problem. Ja, roten Front. Ja, ja, musst fahren, aber... Du musst dich dann echt dran halten, dass du die nochmal überholst. Weil die holen echt auf. Das ist nicht geil. Ist mir immer das, wenn beim Zurückdrehen auf die Strecke, dass ich mich da immer doppelt drehe, nervt mich so. Dadurch verliere ich nochmal irgendwie so 5, 6, 7 Sekunden. Okay, nochmal was trinken. Jetzt kannst du ja, aber es ist nicht so geil, dass es geplant war. Ich meine, ich überhole dich jetzt, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wäre ganz geil, wenn du auch mal Erster wirst, aber gut. Ich will ja auch hier in der normalen Rangliste weiterkommen, das, ne? Ich hab dich jetzt soeben überholt, aber es ist halt kacke, dass Bottas jetzt und Hamilton kommen. Weil ich will auf jeden Fall, dass nur ein Mercedes, es darf nur ein Mercedes drüber kommen. Er war jetzt 6 Sekunden Strafe, das ist halt so ein bisschen kacke. Da, fuck, das auch noch, stimmt. Oh nee, oder? So, beide sind an mir vorbei. Ah, ich hab sie direkt vor mir. Du musst sie beide überholen und richtig Abstand gewinnen. Ich hab viel bessere Reifen. Ich hab einmal, du hast jetzt neue und diese. Ey, bitte, bitte, bitte. Du musst halt jetzt in den paar Runden 6 Sekunden ja, ja, auf. Das ist ja das Krasse. Okay, Leute, nochmal eine richtige Challenge. Das ist das Krasse jetzt. Und wir sind hier aber wieder auf Platz 1. Das ist ultra krass. Das ist echt krass, dass ich hier wieder auf Platz 1 bin. Ich darf jetzt auch nicht mein Auto kaputt fahren beim zu schnell. Nee, du musst ja beim Überholen musst du dir Zeit lassen, aber danach musst du halt wieder reinballern, dass du Abstand noch gewinnst.
Aber überholen ganz ruhig, dass du überhaupt überholst, das ist ja das Wichtige. Und dann musst du halt die 6 Sekunden fahren. Oh Gott. Okay, Dritter bist du schon mal, ganz gut gemacht. Ja. Aber Zweiter wäre noch besser. Wir wären schon mal beide auf dem Podest, wenn du jetzt die 6 Sekunden zu Hamilton fährst. Aber auch das ist halt, das ist schwierig. Das ist schwierig. Komm, komm. Jan. Ist er doof? Ist er doof? Nein, mach keinen Scheiß. Puh. Alles gut. Okay. Jetzt ist was passiert, Okay. Safety Car auf der Strecke. Nein! Yeah. Fick dich! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich glaube, Hamilton ist Bottas draufgefahren. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist gerade richtig scheiße. Ja, erstens, weil ich jetzt Abstand verliere, und zweitens kannst du die 6 Sekunden nicht fahren. Ja, deswegen, ja. Ich weiß, das ist ja der Kack. Ich meine, ich finde das... Ja, das ist richtig dumm. Ich musste das Safety Car gerade überholen. Ich verliere jetzt Abstand. Das ist auch nicht so geil. Ich meine, das ist jetzt noch das geringste Problem, wenn ich Erster bleibe. Aber... Das macht nichts, wenn der Wagen hinter dir dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Boah, das... Ich schaffe keine 6 Sekunden in... Was weiß ich, wie viel... Also, das... Och, Mann. Das heißt aber, ich fall richtig weit zurück. Alle da sind... Da sind alle. Nee, das Safety Car muss jetzt sofort weg. Das muss jetzt weg. Ja, natürlich muss es weg, aber das doch, das weg. Soll jetzt weg. Hallo. Geh mal. Ey, das kann doch nicht sein. Weißt du, am Anfang des Rennens hast du noch gesagt, hier kommt ein Safety Car. Dann haben wir beide gesagt, dass es scheiße ist. Und jetzt sind wir Erster und Zweiter. Und jetzt ist dieses scheiß beschissene fucking Safety Car auf dieser scheiß Strecke. Oh, nee, oder? Mann, scheiß Mercedes, oh Gott. Ey. Alter. Nur weil die sich gerammt haben. Also Bottas hat mich gerammt, ist dadurch richtig langsam geworden und dann Bottas ist raus jetzt, ne? Das weiß ich nicht. Ja, der muss doch hinter dir angezeigt werden, oder? Hamilton ist hinter mir. Ja, aber dann noch einer hinter dir, wird nicht angezeigt. Nee, das wird nicht angezeigt. Das ist doch kacke, ey. Ich fahr grad hier die ganze Zeit auf Mager um. Ach stimmt, fuck, komplett ich muss auf Mager. Fett zu Ende. Ja, für dich ist nicht so ja, schlimm. Ja, ich weiß, aber. Für mich halt. Jetzt hätte ich perfekt in die Box fahren können, eigentlich. Vorbei. Nee, das wäre auch richtig kacke. Vorbei? Doch. Ey, das ist doch scheiße, ist das? Ich kann mich darüber jetzt richtig aufregen. Das kann doch nicht sein, ja, Alter. Ja, ich auch. Ey, es ist halt wie. Also nicht ganz so krass scheiße, das Safety Car, wie. In meinem Trainingsstream, aber es ist halt schon echt hart kacke. Ich weiß nicht, was im Trainingsstream war, aber das Problem ist halt jetzt hier, wir sind noch 2 Runden entfernt. Wir haben noch 2 Runden. Hätte ich halt nicht die Strafen, wäre es halt nicht so ja, schlimm, ist so, dann wäre es voll geil, weil du wärst jetzt safe Zweiter. Ich kann halt jetzt richtig viele Plätze verlieren. Und ich habe Verlan und Alonso sogar noch vor mir, die ich erst dann überrunden muss. Du wärst halt absolut safe Zweiter. Ja. Boah, bitte, Alonso und Verlan, bitte überholt Mike. Dürfen sie das jetzt? Dürfen sie? Irgendwann müssten sie, dürften die Überrunde vorbei. Ja, wow, hey, komm, dann schon. Müssen wir ultra lang warten. Ah, das ist doch scheiße, ist das! Das nervt mich gerade ultra. Ja, ist das halt, kann doch nicht sein, du fällst zu weit zurück. Du warst so. Ey! Hamilton hat mich während des. Das Safety Car fährt weg. Komm. Gib Gummi. Das kriegst du hin. Hamilton hat mich überholt. Und ich darf ihn nicht zurück überholen. Fahr, Digga, ich bekomme jetzt eine Strafe, weil er nicht vorbeifährt. Und jetzt fahren wahrscheinlich. Alles klar. Was ist das für ein Bug? Ich bin raus, ne? Wie, du bist raus? Ich habe angeblich die gelbe Flagge ignoriert. Wir kriegen keine Punkte. Was? Was für eine gelbe Flagge hast du denn ignoriert? Ey, dieses Scheißspiel, ne?
Bist du zu schnell Es kann gefahren? Doch nicht sein! Nein, ich hätte irgendwen überholen lassen sollen! Wen denn? Die hinter dir waren. Ja, die sind alle vorbei! Du warst hinter mir! Du oder Hamilton, einer von den beiden. Alle sind vorbei. So, jetzt. Ey, das kann nicht sein, ohne Spaß. Leute. Bis auf wen kriege ich die 6 Sekunden? Leute, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich wäre Erster und hätte richtig die Punkte eingeholt. Und wenn du jetzt die 6 Sekunden fährst, auch nochmal. Ey, das kann nicht sein. Ich bin jetzt komplett... Ich bin 19. 19. wegen so einer Scheiße, ne? Ich habe so gut... Alonso noch. Ich bin so gut gefahren, ne, und habe alle aufgeholt. Alle. Ich war ja auch 20. Alle aufgeholt. So, jetzt aber angeblich gelbe Flagge und verkackt. Und ich weiß nicht mal, wen ich da vorbei hätte fahren lassen sollen. Ich habe extra noch langsam getan, weil einer war hinter mir noch. Der ist an mir vorbeigefahren und dann wurde ich disqualifiziert. So ein... Ey, das kotzt mich gerade so an. Das glaubt mir kein Mensch, ne? Also so pisst war ich noch nie von diesem Scheiß-Game, Alter. Es kann nicht sein. Mal gucken, ob das, was ich gerade mache, reicht. Ich müsste gleich eine absolute Bestzeit nochmal fahren. Wie viele Runden sind's noch? Eine danach. Ja, dann schaffst du es noch. Dann schaffst du's. Ich sag dir die Zeit, du bist 3,3 Sekunden Abstand. Wenn du nochmal so gut fährst, dann hast du's. Aber das ist echt lächerlich. Wir wären Erster und Zweiter mindestens geworden. Also, was ist mindestens? Halt, entweder du Erster und... Oh, 1,39. Ich hab's gesehen. Entweder wärst du Erster und ich Zweiter oder andersrum. Und diese Scheiße, na echt. Überhaupt. Ey, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich kann mich darüber so aufregen, grad. Merk's. Komplett verständlich. Ey, wir hätten zum ersten Mal, wären wir beide auf dem Treppchen gewesen. Zum ersten Mal beide und hätten richtig Punkte kassiert. Und das ist halt komplett dumm. Diese scheiß gelbe Flagge, ich hab sogar gebremst, echt. Ich muss jetzt nochmal mit dem Benzin aufpassen. Gib Gas, komm. Noch 0,5 Sekunden. 0,5 und du bist Erster. Oh Gott, das wird richtig schwierig. Du musst richtig... Ach Leute, ich krieg so das Kotzen, ne? Ich krieg so das Kotzen, ne? Du bist 6 Sekunden. Nice. Krass, wie du da rein... Jetzt wie du kein, da rein hast. Jetzt keinen Fehler machen. Dann habe ich's. Warte, ist da jetzt gerade ein Auto vor mir? Junge, es wird jetzt... Ah, noch, nee, pass. Nee, ich glaube nicht, keine Ahnung. Doch, da vorne ist ein Auto. Nein, oder tu mir das nicht an. Wenn der dich jetzt aufhält, na, dann schmeiß ich mein Lenkrad hier weg, ne? Nee, okay, du hast es. Wenigstens hast es du, aber ich kann mich... Ey, so leid es mir gerade tut... Über die Ziellinie und noch meine absolute Bestzeit. So leid es mir gerade tut, so richtig freuen kann ich mich leider gerade nicht. Also ich freue mich für dich, dass du wirklich Erster geworden bist. Ich gönn's dir. Aber was für ein Scheiß, echt. Dadurch sind wieder beide Mercedes da, Alter. So ein Rotz einfach. Ah. Boah, wieder wie so viel Zeugs passiert in dem Rennen. Unnormal krass. So, du hast insgesamt jetzt 2 Rennen gewonnen, ich habe 1 gewonnen. Alter, und die andere Strecke, die jetzt kommt, habe ich halt mit dem Lenkrad noch nie gefahren, weil ich noch nicht mehr ein Trainingsding. Boah, Leute, also sorry, wenn das gerade scheiße ist, dass ich hier so angepisst bin, aber ganz ehrlich, es ist halt einfach lächerlich. Es ist so lächerlich, wir hätten beide richtig reinhasseln können. Und ich war fucking Erster. Erster. Dieses beschissene Safety Car fährt weg. Und ich krieg einfach wegen gelber Flagge werde ich disqualifiziert. Obwohl ich gar keinen mehr gesehen habe, der hinter mir war. Das ist ja das. Oh.
Aber ich bin echt Sechster. Stolz auf dich, dass du das hier gemacht hast. Richtig, richtig gut. Vor allem die 6 Sekunden hier nochmal in 2 Runden rauszufahren. 6 Sekunden Abstand in 2 Sekunden. Ultra, ultra krass. Ultra krass, echt. So, wir bleiben Dritter mit Ferrari insgesamt in der Konstrukteursmeisterschaft. Wir hätten Red Bull überholt, wenn ich... Also locker, wir hätten sie locker überholt, wenn ich jetzt noch dabei wäre. Und ich habe dadurch natürlich Punkte verloren. Bottas hat mich in der normalen Meisterschaft überholt. Du bist jetzt Sechster. Aber gut, es ist noch lange nichts verloren. Wir haben ja noch lange, lange Zeit. Genau, es gibt so viele Aber Rennen. Es kotzt trotzdem also richtig an, weil wir hatten das Rennen fast schon zu Ende gebracht. 3 Runden. Mich hat es ja schon angekotzt, dass dieses scheiß Safety Car überhaupt rausgekommen ist. Und dann passiert durch dieses Safety Car noch so ein Scheiß. Also egal. Die Folge ist jetzt vorbei. Ja. Guten Dinges starten wir in ein paar Tagen wieder für euch rein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hau rein. Ciao, ciao.